Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute stelle ich euch 4 Taschenmesser vor von 3 verschiedenen Schmieden in verschiedenen Ausführungen, in matte, brillant, in der Plain-Ausführung mit Metallbarken und in der Preisklasse von 95 Euro bis 155 Euro. Das ist der Preisbereich, wo die Lagiol-Messer beginnen. Also, bis gleich! Es gibt Lagiol-Taschenmesser in einer unglaublich großen Variation, nicht nur vom Preis her, von eben ungefähr 60, 70 Euro bis mehrere tausend Euro, sondern auch in unterschiedlichen Materialien, Ausführungen, Metallausführungen, also jetzt ob jetzt 12C27, 14C28 oder T30 oder eben halt auch mit Damachstahl. Also ist die Variation der Möglichkeiten, die Kombinationen für die Lagiol-Taschenmesser, das ist wirklich gigantisch. Heute möchte ich euch gerne aber an der unteren Skala der Preisklasse beginnen, also sogenannte Einstiegsmesser. Die kosten immer noch 95 bis 155 Euro. Aber da möchten wir gerne mal gucken, wo sind da die Unterschiede, lohnen sich die Unterschiede, kann man das einfach sofort erkennen. Die Schmieden haben sich, würde ich sagen, in dem unteren Preisklasse schon recht gut angeglichen. Wenn man jetzt nicht ein guter Fachmann ist und nicht der Stempel der Schmiede draufstehen würde, würde man gar nicht so unterscheiden. Nachher später in den oberen Bereichen ab 600, 700 Euro, da kann man schon durchaus die Handschrift bestimmter Messermacher erkennen. Aber in dem unteren Bereich, da werden die Messer, ich würde nicht sagen, schnell gemacht, auch nicht industrialisiert, also es ist immer noch Hand. Arbeit, ganz klar, aber man hat einfach weniger Details. Wenn man sich einfach mal kurz anguckt, kann man schon erkennen, dass alle 4 relativ ähnlich sind von der Gilochierung her, von der Verarbeitung her. Wir gehen gleich auf die einzelnen Taschenmesser ein. Kurz vorher zeige ich aber auch noch mal eben die Aktionen von originallagiol.de, die Jahresaktionen, sodass man einen Überblick hat, wann welche besondere Aktionen stattfinden, wo du ja bis zu 40% Rabatt bekommen kannst. Also bis gleich. Die 4 Taschenmesser sind von 3 Schmieden, von Lagiol Honoré Durand, Lagiol Enobrac und Le Fidel. Fangen wir an mit dem Taschenmesser an der unteren Preisskala von 95 Euro. Das ist das Taschenmesser von Le Fidel. Das Taschenmesser von Le Fidel hat etwas Besonderes, und zwar handelt es sich hier um die Edition Classic. Das bedeutet, dass die Biene nicht geschmiedet ist, sondern geklebt oder geschweißt. Das kann man auch schon sehen. Das Design der Biene ist sehr einfach. Das ist meistens bei fast allen Schmieden immer gleich. Und auch der Rücken, der ist da sehr, sehr wenig gelochiert. Es ist mehr so angedeutet. Es ist eine sehr, sehr einfache Art, ein Taschenmesser herzustellen. Und einige Schmieden haben diese Art der Taschenmesser aus dem Programm genommen, weil die einfach zu einfach sind, zu sehr ähnlich sind wie die Taschenmesser aus China. Dennoch ist das eine Möglichkeit, mit einem Lagiol Made in France auch unter 100 Euro zu beginnen oder zu starten, wenn man das sammeln möchte. Ist ein Taschenmesser für jeden Tag, das man praktisch ständig benutzen kann. Und ja, wenn es vielleicht irgendwie beschädigt wird oder verloren geht, ist halt vielleicht nicht so schlimm, als wenn man ein sehr, sehr hochwertiges Taschenmesser hat. Ja, ansonsten weist das die normalen Merkmale eines Lagiol-Messers aus. Es ist ja mit einem Horn, Hornblond. Hornblond ist etwas seltener als der schwarze Horn von den Kühen. Das sieht sonst ziemlich gut aus. Es ist 12C27 Stahl. Selbst die Klinge ist hier schön gelochiert. Ja, sonst kann man wenig darüber sagen. Das lässt sich
Naja, es ist okay mit dem Öffnen und Schließen. Das Problem bei den Taschenmesser von Le Fidèle, das ist eine Schmiede, die sehr preiswerte Taschenmesser herstellt, dass die nicht immer leicht öffnen und schließen. Da ist manchmal so ein bisschen schwer, aber diese hier lässt sich doch leicht öffnen und schließen. Wenn man guckt, wie das auch verarbeitet ist, kann man wirklich im Detail auch wirklich sehen, dass es nicht ganz 100% perfekt ist. Das ist wirklich so, wenn man für ein Lagiol unter 100 Euro ausgibt, kann man ja auch nicht jetzt die Qualität erwarten wie bei höherwertigeren Messer. Die Klinge, die schneidet, würde ich sagen, okay, es ist nicht perfekt, es ist nicht super, super scharf. Dann müsste man vielleicht noch ein bisschen selber nachschärfen, würde ich sagen. Kommen wir zu dem zweiten Taschenmesser von La Gioia Nobrac. Übrigens, alle Taschenmesser, die ich heute vorstelle, die sind unter 100 Gramm schwer. Das Taschenmesser von La Gioia Le Fidèle hat ja ungefähr 95 Gramm. Ich blende hier an der Seite nochmal die ganzen Details ein. In meinem Hintergrund seht ihr auch schöne Bilder, die ich gemacht habe von den jeweiligen Taschenmessern. Ja, das Taschenmesser von die nächsten drei Taschenmesser, die ich vorstelle, die haben eine gilochierte Biene. Das bedeutet, die Biene ist nicht mehr angeschweißt oder geklebt, sondern geschmiedet mit dem ganzen Ressort am Rücken. Und die sind etwas aufwendiger verarbeitet. Die kosten zwischen 145 und 155 Euro. Also durchaus 50-60% mehr als das Taschenmesser von Le Fidèle. Ich werde immer wieder die beiden Messer nebeneinander halten, sodass man immer den Unterschied sieht zu dem günstigen Messer von Le Fidèle. Schauen wir uns jetzt das Taschenmesser von La Gioia Nobrac. Wie gesagt, die geschmiedete Biene, die kann man sehr gut sehen. Es sieht die Ausführung brillant, also glänzend. Das glänzt wirklich wunderschön. Und in der Ausführung plain, das heißt also, wir haben hier keine Metallbacken. Wenn man direkt die Taschenmesser nebeneinander hält, kann man auch wirklich den Unterschied ziemlich deutlich erkennen. Die geschmiedete Biene und hier die geschweißte Biene. Auch der Rücken kann man sehen, das ist wirklich sehr, sehr einfach gehalten, während hier sind schon deutlich schönere Gilochierungen zu sehen. Aber ansonsten, wenn man die Messer so vergleicht, sind die beide gleich groß, die Klinge ist gleich, das Material der Klinge ist auch gleich, 12-27. Wobei ich den Eindruck habe, dass die Klinge von La Gioia Nobrac deutlich schärfer ist. Ansonsten, auch dieses Taschenmesser lässt sich sehr leicht öffnen und schließen. Es fühlt sich sehr gut in der Hand an. Es ist, das Material ist auch Horn, genauso wie bei dem Taschenmesser von Le Fidèle. Wobei hier ist blond und hier ist, ja, das fällt nicht mehr unbedingt unter blond. Es ist so eine Mischung, ne, zwischen blond und nicht blond. Auch die kann man auch sehen, das Kreuz ist bei beiden auch sehr gut gemacht. Sieht auch sehr schön aus. Das heißt, bis auf die Tatsache, dass man dort eine andere Biene und Gilochierung hat, sind die Unterschiede nicht besonders groß. Ich finde den Rücken auch sehr schön verarbeitet und ich halte hier nochmal zum Unterschied alle drei Taschenmesser aus der höheren Preisklasse nebeneinander, sodass man wirklich sehen kann, dass man die Gilochierung und die Biene kaum voneinander unterscheiden kann. Wenn man jetzt nicht unbedingt wüsste, zu welcher Schmiede das gehört, würde man vielleicht nicht unbedingt so die entsprechend zuordnen. Ja, dieses Taschenmesser von La Gioia Nobrac kostet 145 Euro. Kommen wir wieder zu dem Taschenmesser von La Gioia Nobrac, dieses Mal in der Ausführung Plain. Beziehungsweise das andere war auch aus Rumplen. Beide sind ohne Metallbacken. Wobei das hier 10 Euro mehr kostet, also 155. Das liegt daran, dass die Klinge eine Carbonklinge haben. Das heißt, die möglicherweise rostet. Die muss man ein bisschen besser pflegen. Dafür ist es auch leichter zu schärfen. Ansonsten die Gilochierung am Rücken ist bei beiden gleich. Das eine ist Olivenholz, das eine Horn.
Ich finde, hier hat La Gioia Nobrac eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schönes Material gewählt mit ganz vielen Maserungen. Also das ist nicht bei jedem Olivenholz so. Manche sind ja nur glatt, manche haben nur gerade Linien. Aber das hier finde ich wunderschön in der Maserung. Das lässt sich genauso wie das Messer vorhin sehr, sehr leicht schließen und öffnen. Und es ist genauso wie das Messer vorhin super scharf. Und jetzt haben wir noch ein Taschenmesser von Honoré Durand. Honoré Durand befindet sich direkt in dem Dorf La Guiole. La Guiole Nobrac ist ungefähr 20 Kilometer entfernt und Le Fidèle befindet sich in dem Gebiet Thiers. Ja, auch hier haben wir eine sehr schöne Gilochage. Die Biene ist auch geschmiedet. Auch die Ausführung brillant und auch mit Metallbacken. Die Kosten sind 155 Euro. Ja, das lässt sich ebenfalls sehr, sehr gut schließen und öffnen. Und es ist auch sehr scharf. Also La Gioia Honoré Durand und La Gioia Nobrac legen auch sehr viel Wert darauf, dass die Messer sehr gut schneiden. Wenn man die zwei Messer nebeneinander hält, die jeweils 155 Euro kosten, einmal von La Gioia Honoré Durand und einmal von La Gioia Nobrac, da, wie ich schon sagte, kann man nicht so unbedingt auf Anhieb erkennen, also einen Preis, einen Qualitätsunterschied. Ich kann es hier vor Ort auch, wenn ich es in der Hand halte, auch nicht erkennen, welche von den beiden jetzt besser verarbeitet ist. Es sind beide nämlich sehr gut verarbeitet. Wenn man mit der Hand drüber geht, es sind keine Übergänge. Das Kreuz hier, manchmal stehen diese Nieten auch ein bisschen ab. Es ist hier nicht der Fall. Das heißt, es ist alles super schön verarbeitet, wirklich sehr gut poliert. Ich erkenne da keinerlei Fehler irgendwo. Es sind sehr, sehr schöne Alltagsmesser, die man wunderbar jeden Tag mitnehmen kann, zum Beispiel um Salami oder Käse zu schneiden, wenn man Picknick macht. Ich finde, die La Gioia Messer eignen sich sehr, sehr gut als EDC-Taschenmesser, um im Alltag eines Gentlemans vielleicht, würde ich sagen, gebraucht zu werden. Es ist nicht so unbedingt geeignet für einen wilden Typen, so einen Outdoor-Typen im Wald. Dafür ist es ja auch so, dass diese Taschenmesser ja keine Klingenarretierung haben. Das heißt, richtig im Outdoor-Bereich, richtig um irgendwie wild was damit zu schneiden, könnte vielleicht manchmal gefährlich sein, weil die Klinge dann je nachdem auf Druck zuschnappen kann. Aber sagen wir mal, für den Alltag, für den Gentleman-Alltag, in einem Restaurant zum Beispiel was mitnimmt, um ein Steak zu essen oder in einem Picknick oder je nachdem, wo man sich befindet, sogar auf der Baustelle, wenn man dort sein Frühstück oder sein Mittagessen entsprechend schneiden kann, machen wir damit einen sehr, sehr guten Eindruck und vor allem, die schneiden sehr gut und ich finde, das ist eine Lebensqualität und eine Freude, die man dann hat, wenn man mit einem solchen Messer entsprechend auch im Alltag benutzt und nicht sammelt. Also diese Preisklasse 95 bis 155 Euro, würde ich sagen, ist nicht so unbedingt zum Sammeln geeignet, sondern eher wirklich zum Benutzen jeden Tag. Hier nochmal ganz kurz alle Taschenmesser im Überblick, damit man es nochmal deutlich sehen kann, wo die Unterschiede sind. Das ist einfach eine Geschmacksfrage, eine Preisfrage, welche man davon nimmt. Wir haben hier Olivenholz und auch Horn, blond und braun, würde ich sagen. Bis auf das Messer von Le Fidèle schneiden alle gleich gut. Das Le Fidèle müsste man, wie ich eben sagte, nochmal vielleicht ein bisschen nachschärfen. Dafür ist es eben halt 50 Euro günstiger bis 60 Euro günstiger. Da muss man selber entscheiden, was man da so machen möchte. Das ist immer das Problem bei handgemachtem Messer, wie hoch der eigene Anspruch ist, wie perfekt muss ein Messer sein. Man kann wirklich auch sehen, wenn man sich das ganz genau anguckt, kann man auch so sehen, wo der Messermacher vielleicht nochmal ein bisschen mit der Feile nachgefeilt hat. Dass es vielleicht nicht so ganz perfekt ist. Das ist so eben halt bei handgemachten Messer. Und für mich ist das auch ein Beweis, dass es tatsächlich per Hand gemacht wurde und nicht in einer Fabrik, wo wirklich da Tausende von Bandrollen oder wie in China oft hergestellt werden, wo man da wirklich keinerlei Spuren mehr teilweise sieht von irgendwelcher Handarbeit. Ja, für diese Taschenmesser haben wir auch hier bei originallagiol.de auch eigene
Lederetuis entwickelt. Einmal Lederetuis für den Gürtel, kann man ja hier hinter mir auch sehen, dass man wunderschön einen Gürtel tragen kann, richtig artgerecht, also ein bisschen edel. Als auch Stecketuis, wenn man zum Beispiel es mitnehmen möchte in der Handtasche oder in der Hosentasche. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, und ich verbleibe jetzt bis zum nächsten Mal.